Wir machen heute vegane Nudelsalate und das einmal mit Ravioli von Hilcona, mit Tomaten, Rucola und Co. Und mit Gnocchi von Hilcona, mit Pilzen, Walnüssen und Feldsalat und auch noch Birnen. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, wir testen heute mit Hilcona ihre veganen Gnocchi und die veganen Ravioli Bolognese Style. Ja, die hatten mir Hilcona sozusagen zugeschickt, denn die hatten mich gefragt, Bob, hast du nicht Lust? Du hast doch mal gesagt, du willst mehr Rezepte machen, was für uns zu machen mit unseren Produkten. Doch, die mir passt, ist es January, veganer Januar, wir wissen es ja alle, haben wir alle schon mitbekommen. Ja, und passenderweise hat Hilcona natürlich noch eine Geld-Zurück-Aktion. Wenn ihr also nicht zufrieden seid mit den Produkten und die jetzt gerade kauft, jetzt im Januar, könnt ihr auf der Website mit dem Kassenbon eine Begründung, warum es euch vielleicht jetzt nicht geschmeckt hat, euch das Geld zurückgeben lassen. Ihr könnt es also, sagen wir mal, unverbindlich testen. Wenn es euch schmeckt, ist super, da habt ihr vielleicht was Tolles kennengelernt. Und wenn es euch nicht schmeckt, bekommt ihr das Geld zurück. Könnt ihr also wunderbar machen. Ist eine schöne Sache. Schreibe ich euch auch in die Produktbeschreibung rein. An der Seite stand gerade auch schon mal bezahlte Werbung. Habe ich gerade am Anfang, glaube ich, schon gut ergänzt, warum das so ist. Denn Hilcona hat mich ja gefragt. Wir machen es halt in Partnerschaft. Ich wollte aber jetzt nicht so ganz klassisch Foodshow-Style wieder nur die Produkte testen und euch zeigen, wie sie halt ausgepackt aussehen, wie sie fertig aussehen, wie sie schmecken. Wir machen ein Rezept drumherum. Ich zeige es euch aber trotzdem. Ja, und wir bekommen hier einmal die veganen Bolognese-Raviolis. Die sind wie von Hand gemacht. Und mit so einer Mehlbestäubung und oben. Das kann man, glaube ich, ganz gut hier in der Packung sehen. Ihr seht diese Mehlschicht. Ich packe die, wie gesagt, für euch gleich nochmal aus. Und bei den Gnocchi ist das genauso. Die sind auch wie von Hand gemacht. Und ihr habt auch diese kleine Mehlschicht. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich muss halt mit dem Licht hier ein bisschen arbeiten. Es ist nämlich ein bisschen dunkel. Dabei schneit es noch ein bisschen. Ist doch ganz schön, wenn man in der Küche am Kochen ist. Wir gucken mal kurz auf die Zutaten und Nährwerte. Wir schauen also einmal kurz drauf, was die Ravioli können. Es sind Teigwaren mit Ackerbohnen, Weizenprotein und färbenden Lebensmittelkonzentrat, gefüllt mit Tomaten und Erbsenprotein. Zu den restlichen Zutaten seht ihr, wir fliegen jetzt mal drum rüber, weil wir machen ja ein Rezept draus. Das bringt natürlich nicht, wenn ich jetzt ganz lange auf das Grundprodukt eingehe. Aber an sich passt das alles, auch Kalorien passen. Wie gesagt, durch die Zutaten, die wir kleiner zugeben, ändert sich das gleich noch ein bisschen. Und die veganen Gnocchi blende ich euch auch einmal ganz schnell ein. Hier bekommt ihr also auch Kartoffelgnocchi. Zutaten passen an sich ja auch. Hier ist nichts Wildes drin. Nährwerte sind auch völlig passend. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromen und laktosefrei. Außer bei den Tortellini, da steht nicht laktosefrei. Tortellini sage ich schon. Ravioli. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht das Falsche nimmt. Ja. Wir machen zwei Rezepte. Ich habe dafür alles schon da, alles auch organisiert. Ich habe hier Rucola liegen, Feldsalat liegen, Tomaten, Pinienkerne, Birnen, Pilze, Tomatenmark. Brauche ich gleich auch noch ein bisschen. Wir gehen gleich das Rezept einmal durch. Ich schreibe euch das Rezept auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Aber es gibt heute einen veganen Gnocchi-Birnensalat oder Pilz-Birnensalat. Den habt ihr ja schon gesehen. Barney ist gerade durch die Küche gelaufen und gestolpert. Und wir machen noch einen veganen Bolognese-Ravioli-Salat mit Rucola und Tomaten. Alle relativ einfach zuzubereiten. Ich fange jetzt mal erstmal an, die ganzen Sachen vorzubereiten, auszupacken und nehme euch dann in jeden einzelnen Schritt mit. Am Ende seht ihr das Endergebnis und dann probieren wir es natürlich auch nochmal zusammen. Und bevor ich jetzt die Ravioli oder die Gnocchi zubereite, wollte ich sie euch in der Nahaufnahme nochmal zeigen. Und man sieht ja wirklich wunderbar, dass die wirklich schön gemacht sind. Aber man sieht auch, dass so kleine Fehler drin sind, also wirklich wie von Hand gemacht. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und dass sie wirklich ganz fein bemehlt sind. Also das ist wirklich so eine schöne Mehlschicht nochmal drumherum. Das gleiche hier bei den Ravioli. Also eine schöne Geschichte, sehen schön aus, riechen wirklich sehr, sehr gut. Ich werfe die jetzt für euch erstmal schon mal in den Topf und in die Pfanne. Da muss man ja aufpassen, die werden gekocht, die werden gebraten. Und die anderen Schritte zeige ich euch jetzt natürlich auch für den Salat. Und hier seht ihr jetzt einmal die ganzen Zutaten, die wir für den veganen Bolognese-Ravioli-Salat mit Rucola und Tomaten brauchen. Wir brauchen also die Hilcona vegan Bolognese-Tortellini. Wir brauchen ein bisschen Rucola. Das kommt darauf an, wie viel ihr nehmen wollt. Dann ein paar Cocktailtomaten, Cherry-Tomaten, wie ihr es möchtet. Ein Balsamico braucht man. Ich habe jetzt hier ein Rosé-Balsamico genommen. Ihr könnt auch einen Rotweinessig nehmen, so wie ihr es möchtet. Ich mag das mit Balsamico ein bisschen lieber. Dann ein bisschen Olivenöl, Knoblauch, nicht das ganze Ding, nur eine kleine Zehe. Ein bisschen Salz, Rohrzucker, Tomatenmark, Pinienkerne. Ja, und das ist es schon. Mehr brauchen wir nicht. Und daraus machen wir jetzt einen schönen Salat. Und hier seht ihr jetzt mal alle Zutaten für den veganen Gnocchi-Birnen-Pilzsalat. Sieht auch nach nicht viel aus, ist auch wirklich nicht viel Arbeit. Ihr braucht natürlich vegane Hilcona Gnocchi. Wir brauchen Salz, Pfeffer, ein bisschen Rohrzucker, Pilze, 250 Gramm oder mehr. Das sind 250 Gramm, sieht jetzt gerade weniger aus, sind aber 250. Könnten aber ruhig mehr sein, ich liebe Pilze. Dann ein bisschen Feldsalat, ein veganen Balsamico, ein Senf, mein Lieblingssenf, muss sein. Olivenöl, eine Birne
ein bisschen Zitronensaft. Ihr könnt auch was von einer frischen Zitrone nehmen oder euren Zitronensaft aus dem Glas und ein paar Walnusshälften. Ja, und dann braucht ihr noch Pflanzenöl zum Anbraten für die Gnocchi in der Pfanne. Und das war's schon. Mehr brauchen wir nicht. Also legen wir mal. Und für den Bolognese-Rucola-Salat rösten wir jetzt erstmal ein paar Pinienkerne an. So 40 Gramm. Wenn es ein paar mehr sind, ist auch nicht schlimm. Einfach schön in der Pfanne ohne Fett, denn die haben ja schon ein bisschen Eigenfett. Und dann schön goldgelb anbraten. Und die Walnüsse werden jetzt auch noch ein bisschen karamellisiert für den Pilzsalat. So, für den veganen Bolognese-Salat haben wir jetzt auch schon das Dressing fertig. Das haben wir bei uns in der Küchenmaschine gemacht. Könnt ihr aber mit dem Pürierstab auch machen. Dafür müsst ihr einfach Tomatenmark mit ein bisschen Öl und Knoblauch mixen. Erstmal vorpürieren, damit es eine Masse wird. Und dann gebt ihr das restliche Öl dazu und macht halt eine etwas kompaktere Masse daraus. Die brauchen wir gleich. Und jetzt geht's weiter mit dem anderen Salat. Und hier seht ihr sie jetzt einmal fertig zubereitet. Wenn sie aus dem Kochtopf kommen, die Ravioli, seht ihr auch den Kern im Inneren. Und hier seht ihr einmal die Gnocchi, wie die angebraten sind. Die sind wirklich außen schön knusprig und innen ein bisschen schön fluffig und weich. Und hier brate ich jetzt für den Pilzsalat mit Birne und den Gnocchi erstmal die Pilze an mit den wirklich Birnen. Das klingt jetzt verrückt, aber eine Birne anzubraten ist keine schlechte Idee, denn der Zucker karamellisiert dann in der Birne. Und so wird es auch alles ein bisschen wärmer. Das macht ihr schön in der Pfanne, bis es eine schöne Farbe hat. Und dann gehen wir gleich schon ins Anrichten. Ja, und ich habe sie jetzt fertig angerichtet. Ich habe so ein paar kleinere Schritte gesehen. Es ist relativ einfach. Ich sage da gleich auch noch mal ein bisschen was zu. Ja, aber hier sehen wir jetzt einmal den Salat. Ihr seht, ich finde es schön aus. Ich mag es. Ich finde es schön. Das ist das Wichtigste. Aber es ist wirklich relativ simpel. Es ist einfach nur Rucola mit den Hilcona-Ravioli mit Bolognese-Style, viertelten Tomatenhälften, Pinienkern und dem Dressing, was man halt dann anrührt. Mehr ist es wirklich nicht. Es sieht simpel, einfach, lecker aus. So kann man sich mal schön einen veganen Nudelsalat machen. Und wenn wir dann rübergehen, gibt es hier die etwas herzhaftere Variante, wo ihr dann seht, dass hier wirklich angebratene Birnenstückchen drin sind, Pilze. Hier seht ihr die selbst karamellisierten Walnusshälften. Dann die schönen Gnocchi. Ich muss sagen, die sind wirklich lecker. Ich habe gerade schon mal wieder in einen Gnocchi reingebissen und die sind einfach super. Ja, und dazu Feldsalat und ein Dressing. Mehr ist es nicht. Also hier kann man sich entscheiden, so ein bisschen das Wechselspiel, mehr so ein bisschen herbstlich, winterlich oder so ein bisschen frischer mit Tomate. Was euch besser gefällt, wir werden jetzt beide mal kurz probieren und ich bin gespannt, wie sie schmecken werden im Endergebnis. Und jetzt sind wir aus dem ganzen Zubereiten und Zeigen zurück und jetzt darf ich sie probieren. Natürlich habt ihr jetzt nicht jeden einzelnen kleinen Rezeptzuschnitt oder Weg gesehen. Das ist auch, glaube ich, sonst zu viel. Ich will euch hier nicht 20 Minuten mit einem Video vollballern. Das kennt ihr ja bei mir. Fällt mir gerade ein, ich brauche eine Gabel. Das wäre ganz sinnvoll, wenn ich eine Gabel benutzen würde. Ja, aber lässt sich wirklich simpel einfach machen. Also wie gesagt, für eine Gnocchi war ich begeistert in dem Moment, als ich sie angebraten hatte und mal eine probiert hatte. Und die schmecken wirklich lecker. Man vergisst es manchmal auch. Man kauft ja immer wieder mal Gnocchi, man macht Gnocchi selber. Aber die von Hilcona sind echt gut. Gerade die vegane Variante, die schmeckt einfach lecker. Also kannst du nichts Negatives zu diesem Produkt einfach sagen. Ich finde sie einfach top. Also wir haben die auch schon öfters mal gekauft. Wir haben vor kurzem mal wieder selber Gnocchi gemacht. Aber ich weiß nicht, wie Hilcona das macht. Aber sie machen es einfach nochmal ein Ticken geiler. Und die vegane Ravioli Bolognese-Style. Ja, Barney rastet die ganze Zeit schon hier ein bisschen aus. Er ist immer am Rumhuseln. Aber es ist halt so ein schönes Projekt. Also es sieht zwar hier so ein bisschen aus. Da steht gerade eine Pfanne. Ich habe das jetzt richtig schön für euch angerichtet. Aber meine Freundin sagte gerade auch schon, als sie das gesehen hat, oh, das sieht aber lecker aus. Ich freue mich gleich, das mit dir zu essen. Also es ist so, man freut sich, man hat was Schönes gekocht. Und man kann das zusammen natürlich auch kochen. Ich habe das jetzt alleine für euch gemacht. Ich wollte das alleine machen. Und ja, habe die Dressings zubereitet in solchen kleinen Mixerschälchen. Das wollte ich nicht. Wir haben hier so eine Küchenmaschine, eine Kenwood. Da kann man so einen Mixaufsatz draufschrauben, so die Gläser. Und dann kann man sich das Dressing direkt anmischen. Ihr könnt das aber auch mit einem Pürierstab machen. Das würde ich euch auch empfehlen. Denn gerade bei der Pinienkernversion, bei dem Salat, den ich jetzt gerade gemacht hatte, mit den Tomaten und den Pinienkernen, da braucht ihr ein bisschen mehr Kraft. Da solltet ihr einen Pürierstab benutzen. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, frei austoben. Macht es so, wie ihr möchtet. Aber karamellisierte Walnüsse, angeröstete Pinienkerne, alleine dieser Duft, den ihr dadurch in der Wohnung habt, das ist einfach schön. Und wenn du dann noch leckere Nudeln dazu kriegst, das ist ja immer schön, leckere Nudeln, dann fühlt man sich einfach wohl. Ich glaube, Nudeln ist für mich auch so ein Wohlfühlessen. Ich kann fast jeden Tag Nudeln essen, wenn ich möchte. Also Nudeln ist für mich Wohlfühlen. Und Hilcona, wie gesagt, dass sie solche Ravioli vegan gemacht haben. Sowas hatte ich auch immer jahrelang dann gesucht, als ich mal umgestiegen bin, als man dann halt sich beschäftigt hat mit dem Thema, was ist denn da so drin? Ja, wir probieren jetzt mal. Ich bin gespannt. Wir probieren erstmal den den Ravioli-Salat. Ich muss mal aufpassen, dass ich das hier nicht vertausche. Tortellini, Ravioli, Gnocchi und was es da alles gibt. Aber ich bin mal gespannt.
wie das schmeckt. Gerade mit dem Dressing zusammen. Ich habe das Dressing ja nur einmal so probieren können im Voraus. Das war schon lecker. Fand ich auch faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass das Dressing so funktioniert. Also wie gesagt, ich packe euch das gerne nochmal mit rein. Komplett mit allen Schritten, wie ihr die machen müsst. Aber ihr könnt es machen, wie gesagt, wie ihr möchtet. Wir probieren es ja einmal ganz kurz. Du hast einfach so einen richtig schönen frischen Touch. Und du hast diesen leichten Bolognese-Style wirklich durch diese Gewürze. Dann kommt aber die Frische der Tomate, diese röstlichen Pinienkerne, passend immer Pinienkerne und Tomate, ist immer eine gute Kombi. Aber das Dressing, das ist einzeln sehr fruchtig durch die Tomate, aber du hast auch eine gewisse Säure drin durch den Balsamico-Essig, den wir eingesetzt haben. Aber in der ganzen Kombination, dann mit der Nudel und wie das dabei ist, ist das einfach rund. Das ist so ein schöner, runder Geschmack. Der Rucola bringt so eine leichte Nussigkeit rein. Ich bin kein riesen Rucola-Fan, aber hier passt das dazu. Du darfst halt auch probieren. Barney ist wirklich nervös. Aber lecker. Also, die Ravioli, die lohnen sich. Die kann ich wieso immer nur empfehlen. Aber jetzt gerade durch den Veganuary, man ist ja einfach nochmal ein bisschen offener. Jeder traut sich vielleicht nochmal anders, vielleicht an jetzt so Produkte dran. Nutzt diese Möglichkeit einfach mal. Gerade in dieser Geld-Zurück-Geschichte. Kauft sie einfach mal, probiert sie. Und wenn sie euch wirklich überhaupt nicht schmecken, Kassenbon fotografieren, hochladen bei Hilkona, Geld gibt's zurück. Punkt. Aber probiert sie mal aus. Es schmeckt wirklich in dieser Kombi. Und ich glaube, wenn ihr das euch macht oder jemand macht das mit euch zusammen, nehmt euch Freunde dazu, Familie, wen ihr möchtet, beste Freundin, bester Kumpel, kocht einfach mal zusammen. Das ist ja auch schön. Zusammen kochen macht mega Spaß. Ich finde das super. Wir hatten gerade auch hier ein bisschen Musik an. Ich muss immer aufpassen, wenn ich dann eine Videoszene drehe, aber Radio steht hier. Also hier steht mein kleines Digitalradio. Das hat man gerade an. Ja, man könnte jetzt auch Spotify und die ganzen Sachen abliefern, nutzen, die ganzen Digital-Streaming-Dienste. Aber Musik ein bisschen an und einfach Spaß haben beim Kochen und dann zusammen essen. Das ist einfach schön. Jetzt probieren wir mal die andere Version. Wir sagen Birne, Walnuss, Pilze, Gnocchi. Finde ich verrückt von der Kombi. Und das Dressing ist relativ simpel, das habt ihr ja auch gesehen. Ihr braucht Öl, Balsamico, Salz, Pfeffer. War noch was drin? Ich muss selber nochmal gucken. Ich muss selber nochmal mein Rezept gucken, nicht, dass ich was vergesse. Balsamico, ach, Senf war noch drin. Genau, Senf war noch ein bisschen mit drin. Und schon hast du ein geiles Dressing. Also, ich bin mal gespannt. Meine Freundin freut sich auch schon mal. Gott, du hast Walnüsse karamellisiert. Lass ein paar von übrig, die haue ich mir morgen auf mein Frühstück. Also wirklich so, wenn du das für jemand anderen machst, es ist einfach schön, das zu hören, wenn die Leute das dann sagen und sich freuen. Das ist halt, das finde ich immer schön am Kochen. Ne? Also Kochen ist nicht einfach nur Essen, sondern auch ja, Freude, Spaß haben. So, habe ich alles? Na, ein bisschen wie Salat, aber mal gucken. Ich finde beides geil. Aber auch eine gute Kombi. Diese Gnocchi, dieser Kartoffelgeschmack, den die einfach auch schön haben, mit der Röstung zusammen. Das ist eine Kombination mit diesem leicht herzhaften Pilz, der leicht süßlichen Birne, die aber leicht auch karamellisiert ist, durch das Anbraten. Und dann kommt diese Walnuss einfach, die auch noch diesen leichten Zuckermantel hat und diesen Walnussgeschmack mit dem Dress. Es ist lecker. Ach, gute Rezepte. Also Kartoffelnocki, wie gesagt, die feiere ich eh. Wie gesagt, das habe ich euch jetzt schon mehrmals gesagt, die sind echt gut. Jetzt glaube ich, mein Licht gerade ein bisschen hell. Kann das sein? Aber es ist nicht schlimm. Ist auch schon ein bisschen dunkel. Ich muss es vielleicht mit Wein noch raus in den Schnee, weil es schneit ja richtig gerade. Gnocchi kann ich nur empfehlen. Die Ravioli kann ich auch nur empfehlen. Kombination genau mit diesen Rezepten kann ich besonders gut empfehlen. Probiert es aus. Wie gesagt, Geld-Zurück-Aktion, nutzt es einfach jetzt im Januar einfach mal aus. Probiert vegane Produkte. Es gibt wirklich sehr, sehr gute und du brauchst bei vielen Produkten keine tierischen Bestandteile, damit sie lecker sind. Das ist einfach so. Und hier ist es einfach eine Nudel. Leckere. Eine Kartoffelnudel.
Sage ich jetzt einfach mal so ganz frech heraus. Und eine leckere Ravioli. Schmeckt beides super lecker. Ich werde das jetzt mit meiner Freundin aufessen. Ich werde jetzt noch zwei weitere Teller schick machen für sie. Dann kann sie nämlich auch gleich runterkommen. Und dann können wir das zusammen essen. Aber vorher gehen wir spazieren, ne? Also ich sage danke fürs Foodschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein Versuch in dieser Rezeptrichtung. Wir werden da noch einen Feinschliff natürlich in nächster Zeit immer noch mehr drauf machen. Aber leckere Produkte, leckeres Gesamtkonzept. Ich finde es lecker. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr sowas schon mal in dieser Art und Weise gegessen? Habt ihr schon mal so einen etwas herzhaften Kartoffelnocki gemacht in so einer Art Salatform oder in den Ravioli in der Salatform? Habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es gerne rein. Könnt ihr euch andere Rezepte vorstellen? Wie gesagt, ihr könnt das mit mediterranem Gemüse machen. Entschuldigt bitte. Also ein Krümelchen, glaube ich, von der Walnuss. Ihr könnt das in Bowls machen mit Linsen. Also es gibt wirklich verschiedenste Möglichkeiten, wie du Nudeln oder Gnocchi oder Ravioli, Tortellini und Co. einsetzen kannst. Also ihr könnt da wirklich Variationen machen oder ihr esst es einfach nur mit Nudeln. Also einfach nur das Gericht mit Soße und Käse oder veganen Käse natürlich in dem Moment. Aber ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Es ist euch freier Lauf gelassen. Probiert es einfach aus. Und wie gesagt, wenn es nicht schmeckt, gibt's Geld zurück.